Dass Kevin Akpoguma gestern die letzten 20 Minuten beim Test gegen den FC Bologna wieder auf dem Rasen stand, ist nicht selbstverständlich. Der Halswirbelbruch ist zwar ausgeheilt, muss aber noch aus dem Kopf. Ja, es ist noch nicht raus. Also gestern hatten wir auch ein bisschen Abschlusstraining, so Standardtraining und so weiter. Also ein paar Bälle auf den Kopf geflogen, wo du so, ja, ein bisschen ja, eingeschüchtert drangegangen bist. Aber das kommt auch, denke ich, weil als ich die Bälle getroffen habe, hat es nicht wehgetan. Und ja, also muss man ein bisschen aus dem Kopf raus, aber ich hoffe, es geht schnell. Schnell hätte die vielversprechende Karriere des U21-Nationalspielers auch ganz vorbei sein können. In der vergangenen Saison war er an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen. Am 21. April bricht er sich im Spiel gegen St. Pauli bei einem Zusammenprall einen Halswirbel. Im wahrsten Sinne des Wortes entkam er um Haaresbreite der totalen Katastrophe. Das war mir schnell klar, dass es schlimmer sein könnte. Ich war ja im Krankenhaus und Ärzte meinten ein paar Millimeter mehr und kann sein, dass du im Rollstuhl sitzt oder vielleicht komplett weg bist. Und deswegen war es für mich dann auch, als ich alles bewegen konnte, so auch ein paar Tage danach und so, war ich eigentlich happy, dass es nur ein Knochenbruch ist. Nur ein Knochenbruch, der aber zeigt, dass Tore eben doch nicht das Wichtigste sind.